So, dann wollen wir mal das Buchlein jetzt ausfüllen, ne? Weil ich habe ja Feierabend jetzt gemacht und dann wollen wir mal gucken, was ich hier heute alles gemacht habe. Also, Mama Kuli, stopp! Wozu werden Fahrtenbücher beim Bus geführt? Ich meine, man hat ja so einen Dienstplan und da steht ja alles Wichtige drauf. Warum braucht denn das Unternehmen noch ein sogenanntes Fahrtenbuch? Ja, erkläre ich euch. Ja, ein Fahrtenbuch ist eigentlich nichts anderes als ein Dokument, was für das Unternehmen ist. Dort werden ja alle Fahrten eingetragen. Ich betone wirklich alle Fahrten, die zum Beispiel mit diesem Fahrzeug gemacht wurden. Also das ist jetzt zum Beispiel das Fahrtenbuch von Wagen 88. Ich sitze gerade im Wagen 88, ist ein Mercedes Citaro Hybrid. Und dort wird alles eingetragen. Also wirklich, ob es eine Werkstattfahrt ist, ob eine Sonderfahrt mit dem Fahrzeug gemacht wurde, ja, wo zum Beispiel auch die Karte gesteckt werden muss, die Fahrerkarte, oder ob das Fahrzeug auf Linie war oder auch anderweitig bewegt wurde, ja, kann man ja auch sagen. Ne? Und da werden zum Beispiel die Abfahrtzeiten, die Ankunftszeiten eingetragen, die gefahrenen Kilometer, dann das Datum, die bei uns zum Beispiel auch die Linienwege, also sprich die Liniennummern. Und am Ende wird der gesamte Kilometerstand, den man gefahren ist am Tage, zusammengezählt und dann dementsprechend nachgetragen. Und dann überträgt man den Kilometerstand für den nächsten Fahrer praktisch in eine Spalte tiefer. Das wird gemacht, damit es so ein bisschen nachvollziehbar ist. Es wäre zu kompliziert, weil der eine oder andere ist. Ich sag mal so, es geht auch ums Finanzamt, ja, weil ja auch Fahrzeuge werden so ein bisschen steuerlich begünstigt und da wird dann genau geprüft und geschaut und allgemein ist es ja bei Dienstwagen allgemein, ja, also es unabhängig mich jetzt von dem Bus oder so, ja, weil das ist ja praktisch wie so ein Dienstwagen, was wir ja hier haben, gibt es ja auch Privatdienstwagen, da muss ja auch ein Fahrtenbuch gefüllt werden, das ist einfach nur fürs Finanzamt zum Beispiel, ja, man kann auch anhand des Fahrtenbuchs zum Beispiel auch nachweisen oder nachschauen, wer denn zuletzt das Fahrzeug bewegt hat, zum Beispiel, wenn einfach der nächste Kollege den nächsten Tag hinkommt und jetzt zum Beispiel Wagen 88 mehr nimmt, bei der Abfahrtskontrolle merkt, da hinten rechts ist eine Schramme. Kann man im Fahrtenbuch nachgucken und gucken, so, ah, der Herr Busfahrer war der letzte Fahrer, sprechen wir den nochmal drauf an, ob der von dieser Schramme etwas mitbekommen hat. Und dann wird man mich drauf ansprechen und sagen, ah, hast du da was mitbekommen von der Schramme? Und dann sage ich so, nö, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, letztendlich war ich der letzte Fahrer, hätte es vielleicht merken müssen oder sogar sehen müssen, wenn es der vorige Fahrer gewesen war, da habe ich meine Abfahrtkontrolle nicht vernünftig gemacht. Ja, und dann muss ich dementsprechend theoretisch eine Umweltmeldung schreiben. Ja, dient immer so ein Stück weit auch der Sicherheit des Unternehmens, ist nachweisbar, welcher Fahrer auf welchem Bus war, auch zum Beispiel, wenn schöne Blitzerfotos gemacht wurden, dann kann man sagen, okay, der Herr Busfahrer war mit dem und dem Bus unterwegs, wurde damit dann geblitzt. Okay, wir prüfen mal nach, wir schauen mal nach, wer den Dienst hatte an den und den Tag. Also möglich. Ja. Es gibt auch die Art und Weise von digitalen Fahrtenbüchern. Ja, das ist eine App zum Beispiel. Dort kann man das auch alles eintragen, wie in einem papiergeführten Fahrtenbuch. Da muss man das eintragen mit Kennzeichen, Anfangsdatum, Anfangszeit, welche Linie, bla bla bla. Es gibt verschiedene Varianten. Ja. Dadurch, dass wir hier oben als im Linienbetrieb ja keine Fahrerkarte stecken müssen, ich bin ja im Besitz einer Fahrerkarte, wir fahren hier im Linienbetrieb out of scope. Und deswegen ist dieses Fahrtenbuch tatsächlich dementsprechend noch wichtiger. Ja. Deswegen gibt es bei uns im Linienbetrieb Fahrtenbücher. Ja. Also steuerliche Vorteile, nachvollziehbar, wer welchen Bus wann gefahren ist, Nachweis, wie viele Kilometer der Bus pro Tag gefahren ist, wann der Bus bewegt wurde und ja, noch viele andere Möglichkeiten. Aber das wäre jetzt alles zu kompliziert, das genau zu erklären. Vielleicht findet sich der eine oder andere, der da noch ein paar Punkte in den Kommentaren dazu schreiben könnte. Und dann sage ich in diesem Sinne, nur für euch, für die Allgemeinheit, damit ihr das schon mal gehört habt, dass wir hier auch Fahrtenbücher füllen müssen. Ja? So, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video, euer Herr Busfahrer. Ihr wisst natürlich wie immer, was ihr zu tun habt, lasst mir ein Like, diskutiert, kommentiert und argumentiert. Ja, und das war's dann jetzt mal. Ich hab jetzt mein Fahrtenbuch eigentlich ausgefüllt. Bin ich eigentlich jetzt fertig? Achso, ich suchte ja noch einen Kugelschreiber. Ach, hier ist er ja. Okay, dann mache ich das jetzt.